Und weiter geht's mit einer weiteren Folge Minecraft Twice. Jetzt brauchen wir von, ich glaube, das ist nicht Applied Energy Sticks, sondern der Zusatzmod. Also gebe ich direkt ein Storage Essenz Fluid Storage Pass, den brauche ich. Okay, also brauchen wir, weil wir zu keinen den Klick gemacht, Shift-Klick, doch jetzt hat. Davon brauchen wir 4 Stück. Also brauchen wir noch die Slime Balls, die sollten doch auch irgendwo sein. Jetzt habe ich 2 davon, 2 davon. Dann brauche ich Lapis. Habe ich jetzt auch genügend. Und das Teil. 1, 2. Oh, jetzt ist wieder alles heraus. Oh, das war dumm. Nochmal so. Jetzt habe ich die 2 ME Storages. Da brauche ich noch mehr Kabel. Habe ich keine vernünftigen mehr. Muss ich die nehmen? Da mache ich mir ganz schnell welche. Applied. Ups. Applied Energy Sticks. Wo haben wir sie? Da. Ja, jetzt habe ich wieder die falschen hergenommen. Okay, aber ich habe ja so viel Material, das kostet mich ja bloß Zeit. Und das kann ich ja nebenbei kurz laufen lassen, dann funktioniert das schon. Mache ich mal hier eine Turm. Und na, die muss ich etwas anders dann später setzen. Verbinde ich die mal miteinander. Und das Ganze dann nach oben an die Hauptleitung. Na, ich glaube, die Hauptleitung ist voll. Die müsste voll sein. Scheiße. Dann brauche ich noch kurz meine Kabelanker. Habe ich doch hier. Und da müsste ich noch Dense-Kabel haben, oder? Ja. Weil dann schließe ich gleich mal die große Leitung an, die ich hier oben gelegt habe. Da muss ich aber erst hier und hier einen Kabelanker machen, damit sich das nicht da nach rechts verbindet, nach links verbindet mit dem. Okay, jetzt habe ich da 32 Channels frei. Ja, muss ich eins noch rechts versetzen. So, jetzt sollten die zwei laufen. Irgendwann. Device Missing Channel kann nicht sein, weil ich es eigentlich da oben angeschlossen habe. Zwei hat das jetzt. Er sagt, er erkennt die hier am Kabel. Da zeigt er 2 von 32. Hier zeigt er aber 0. Oder funktioniert das nicht mit Bedrockium-Trams? Geht das bloß mit dem ganz normalen, mit dem anderen Fluid-Tank? Das könnte sein. Das wäre blöd. Weil da kann man leider nicht so viel drin speichern wie hier in den Bedrockium. Ja, okay, das finde ich dann später raus. Da machen wir jetzt halt auf jeden Fall, brauche ich ein paar Conduits für Flüssigkeiten. Die habe ich vermutlich alle in der Farmwelt. Weil da habe ich sie zuletzt gebraucht. Ja, ich glaube, die Kiste müsste ich mal aufräumen. Hier Enderfluid Conduits. Werde ich eh noch mehr brauchen, weil da muss noch irgendwie eine Wasserquelle hin. Später einmal. Extract Always Active. Insert. Schauen wir mal die Einstellungen ganz kurz. Na, hier will ich Input, ja. Und hinten will ich Output. Da jetzt halt auf Extract Always und hier Insert. Okay, jetzt habe ich bloß noch das Problem mit dem Wasser.
Da lege ich jetzt einfach mal eine Leitung, damit wir sehen, ob das funktioniert überhaupt. Wie heißt sie? Das ist die Pipe nochmal. Advanced Mechanical Pipe, passt. Die schließe ich jetzt am besten einfach hiermit an, schnell. Weil da wird momentan eh nichts rausgepumpt. Okay, und dann muss ich später mal hergehen und muss das Ganze schöner aufbauen. Disable, ja. Jetzt läuft hier das Device online. Erkennt er jetzt das Wasser? Und hier müsste dann später einmal das Ding reinkommen, wenn der hier einigermaßen produziert. Ja, jetzt ist das hier drin. Jetzt können wir mal schauen. Vielleicht hat das bloß nicht erkannt, weil es leer war. Das könnte natürlich auch sein. Water? Nein. Und das andere ist das nu. Na, zeigt er auch nicht. Oder brauche ich dann extra Fluid an ein Ding? Aus welchem Mod ist das? Storage. Extra Cells 2. Extra Cell. Da brauche ich, glaube ich, den Fluid Monitor. Falls es, oder? Fluid Terminal, das brauche ich, glaube ich. Das werde ich jetzt gleich sehen, ob das damit funktioniert. Ah, es ist blöd, wenn ich da jetzt nach oben gehe. Macht man halt damit dran. Water und funktioniert. So wie ich. Okay, es funktioniert also. Da wird jetzt das Wasser drin gespeichert. Aber sind das wirklich bloß 218 Buckets? Das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Okay, jetzt sind es erst 260. Die haben wir schon zwei Buckets. Okay. Jetzt können wir das auch übers ME-System wieder über so einen Fluid Output. Wer ist der Fluid Export Bus? In andere Maschinen reinpumpen. Ohne dass wir Kabel legen müssen, sondern alles über die ME-Kabel machen. Ja, gut. Machen wir davon noch einen Screenshot. Sieht zwar jetzt halt blöd aus, aber das werde ich noch irgendwann ändern. Okay, das war's dann wieder mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte den Daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.